Fortuna Academy. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zum Thema, wie gefährlich sind Stoppelfelder. Ja, warum ich dieses Thema immer wieder gerne aufgreife, ist einfach aus der Praxis heraus, weil ich immer wieder Anrufe bekomme mit, ich habe gerade einen Unfall mit meinem Pferd auf dem Stoppelfeld gehabt oder hier steckt irgendwas im Bein von meinem Pferd, kannst du bitte kommen und so weiter und so fort. Also Stoppelfelder sind schon mal Punkt 1, nur zu bereiten, wenn der Landwirt das auch wirklich genehmigt. Punkt 2, auch nur dann, wenn keine Stoppeln mehr vorhanden sind. Und Punkt 3, wenn man die vorher abgegangen ist, um zu schauen, ob da nicht irgendwelche Hasen, Fuchs oder sonstiges Löcher drin sind, wo das Pferd sich das Bein brechen kann. Warum Stoppelfelder so gefährlich sind? Also, wenn man sich mal die Stoppel anschaut und mal dran fühlt, dann werdet ihr relativ schnell merken, wie hart das eigentlich ist. Und jetzt schaut dir mal das Bein von deinem Pferd an und die Haut von deinem Pferd. Am Bein, unten. Na? So, dann wirst du auch relativ schnell merken, wie dünn das da alles ist und wie schnell dort eine Verletzung voranschreiten kann. Und wenn du jetzt überlegst, dass im Galopp, also mit mehr Belastung sozusagen und mit mehr Schwung, unglücklicherweise so ein Stoppel an die Haut des Pferdes kommt und sich dann durch die Haut piekst, ins Pferdebein rein und im schlimmsten Fall noch eine Sehne erwischt und dann die Sehne durch ist, ungünstig. Also so viele Unfälle schon, also Sehenschäden und Co. durch diese Stoppel, Stoppel im Feld, die sehr, sehr hart und scharf ist, gerade wenn man dann drüber trabt oder galoppiert, das macht keine Freude. Lauft mal barfuß über ein Stoppelfeld, aber so, dass ihr oben die Kante von den Stoppeln auch erwischt. Ne? Also nicht da unten, sondern oben. Ja, das macht ihr einmal kurz und nie wieder. Dementsprechend überlegt euch, das ist bei eurem Pferd nicht anders. Also es tut eurem Pferd genauso weh. Ja, wenn man dann noch überlegt, okay, man könnte das ja einbandagieren, dann haben wir noch den Huf, nämlich manche Pferde haben ja vielleicht Strahlfäule oder sonstiges, da ist eh alles so aufgeweicht und dann guckt man unter den Huf und dann hat man so einen Stoppel im Huf drin stecken. Und im schlimmsten Fall ist es dann da drin, wo man es nicht haben möchte, nämlich im lebenden Huf selbst. Und dann ist es ganz schwierig, weil im Huf selbst ist so wenig Stoffwechsel vorhanden, dass da Entzündungen sich ganz schnell ausbreiten können. Und das ist natürlich sehr ungünstig, weil da nämlich Entzündungen auch ganz schwer rauskommen. Ja? Also Stoppelfelder ausklammern, einfach nicht machen. Gerne im Feldweg, weil wenn man dann auch noch bedenkt, dass da vielleicht gestern war da noch kein Hasenloch, heute dann schon und dann fliegt das Pferd mit dem Bein im vollen Galopp rein oder im Trab, bricht sich oder reißt sich die Sehne auf. Und ihr fliegt dann noch runter, das ist viel zu gefährlich. Also verlockend, aber viel zu gefährlich. Vor allem, wenn man überlegt, das Stoppelfeld ist meistens ja so lang wie so ein Feldweg. Dementsprechend nimmt man dann halt lieber den Feldweg. Also nicht den asphaltierten natürlich, sondern den schönen weichen. Genau. Und da auch immer wieder mal regelmäßig überprüfen, ob da die Feldwege in Ordnung sind, damit ihr auch lange viel Freude an euren Ausritten habt. Ja, ansonsten, wenn du noch Fragen hast, gerne unter www.fortuna-academy.de. Da kannst du dich auch in meinen Newsletter eintragen und erhältst immer wieder tolle Informationen und Tipps von mir. Gerne kannst du mir auch auf Instagram folgen unter Claudia Skotnik und hier auf YouTube natürlich. Da gibt es immer wieder tolle Inhalte und wenn du natürlich Anregungen hast oder gerne nochmal ein Video haben möchtest über irgendein Thema, was dich interessiert, schreib mir das unten ins Kommentar rein. Und ich mache das sehr gerne. Alles Liebe für dich und dein Pferd. Tschüss.